Hallo meine Freunde, willkommen zur nächsten Folge vom Football Manager 2018. Es ist jetzt soweit, das wichtige Heimspiel gegen den FC Chelsea London steht an. Mal wieder eine echte Herausforderung. Also die anderen Herausforderungen waren auch schwer, das sind alles Bundesligisten. Aber ihr wisst, was ich meine, jetzt kommt halt ein europäischer, weltweiter Topverein in der Champions League, die natürlich gewinnen wollen, um sich zu qualifizieren, denn das ist natürlich bei denen auch noch nicht klar, wenn die verlieren und Monaco gewinnt, was sehr wahrscheinlich sein wird, da die ein Heimspiel haben gegen Basel, dann wird Chelsea noch Dritter und die würden damit sehr stark unter Zugzwang stehen. So. Gut. Ich weiß, das letzte Spiel haben wir 5-0 gewonnen. Mal wieder 5 Tore. Hier 5, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 6, 2. Also es läuft. Kann man wirklich sagen. Dann immer noch kein unter den Top 3. Der besten Torjäger. Nicht mal unter den Top 8. Warum auch? Aber immerhin unter den Top 9. Mit Ober und Pulisic. 5 Toren. Dann kommt Pauline mit 4. Und das war's dann auch. Unglaublich, oder? Das kann man fast gar nicht glauben. Man sieht, dass wir 30 Tore haben nach 9 Spielen. Bei den Torvorlagen sind wir immerhin auf Platz 3. Golbit hat so viel wie 100 andere gefühlt. Dann Pulisic und Paulinho. So. Upamecano kann natürlich wieder spielen. Aber lass erstmal die Zeit vergehen. Dann sehe ich halt, wer wie fit ist. Wer vielleicht ein bisschen wenig Spielpraxis hat. Und so weiter. Ne? Und vor allem Gerrits kommt langsam so wirklich in Fahrt, zum Tritt. Jetzt auch ein Tor und eine Vorlage. Oder zwei, das kommt eine Vorlage. Abgeliefert. Nee, mehr als 10 Millionen würde ich nicht zahlen. Tut mir leid. Also wie sieht denn jetzt aus? Hier ein Tor, zwei Vorlagen, fünf Tore, vier Vorlagen. Insgesamt 6 Tore und 6 Vorlagen. Wenn man sich so die Einsätze anguckt, dann sieht man, ist auf wenige Ausnahmen hier so Weigel, der halt immer spielt, Leno und der Torhüter und so weiter, wird sehr viel rotiert da vorne. Hat praktisch keinen Stammspieler. Pulisic, klar, ist an sich Stammspieler, hat aber auch nur 6 von 9 Spiele. Also hat praktisch schon ein Drittel der Spielzeit nicht gespielt in der Bundesliga. Obwohl der auch, glaube ich, nicht verletzt war, und wenn dann nur ganz kurz. Aber es hat halt so viel rotiert, weil wir es können. Ja, komm, Gerrits darf gerne spielen gegen die U19, U18 in der Youth League. So. Wir haben eigentlich die Bayern gespielt in der Liga. Ach, 0-0, nur 0-0. Damit sind wir Tabellenführer. Juhu. Hoffentlich bleiben wir es bis zum Schluss. Wird nicht einfach. Wird nicht einfach. Bayern hat jetzt gerade 4-1 gewonnen gegen Barca. Wann war das Barca? Nicht schlecht. Respekt. Ach, Sagadufi, du 21. Nicht mehr für die A-Nationalmannschaft. Buh. Und Golbis und Fiso. Der wird auch früher oder später A-Nationalspieler sein. Und Quizong vielleicht auch. Mal gucken. Der wird jetzt, glaube ich, jetzt nicht der Weltklasse-Spieler, aber schon auf einem Niveau, wo man hin und wieder nominiert werden darf. 4-2 gewonnen. Schön. 2 Tore. El Hadji Diakite, Kalfa und Gazzoros. Ja, hier sind wir praktisch schon weiter. Gut. Upamecano kommt für Zagadou, damit er auf die Bank kommt. Goretzka natürlich wieder rein. Pulisic für Jomolenko. Reis für Götze. Paslak für Danilo. So. Und das ist die beste Elf. Und wir haben eigentlich kein Verletzungspech mehr. Klar, Paulinho jetzt für 3-4 Wochen. Davor Burnic, aber ansonsten
haben wir fast nichts zu beklagen. Wie lange braucht er noch? 4 Tage bis 2 Wochen. Ja, wie gesagt, nach der Länderspielpause sind ja nur noch 2 Spiele. Dann wird er wieder fit sein gegen Hoffenheim. So. Genau, geht jetzt keiner raus, der hat ja schon gespielt. So. Also der Molenko von Anfang an spielen oder Goibels? Nee, in der Champions League würde ich gerne erstmal noch Jabonego spielen lassen. Ein bisschen mehr Erfahrung. Die Jungen können dann so langsam an Erfahrung gewinnen. So. Aber was vor allem mir auch gefällt, wenn man sich die aktuelle Stärke anguckt, wir haben nirgendwo einen Schwachpunkt, kann man sagen, oder? Nur Leno hat nur 3 Sterne in Anführungsstrichen. Der anderen mindestens 3,5 mit Paslak und Reus. Hat er vielleicht sein Limit erreicht, aber selbst wenn, ist trotzdem ein gutes Limit. Mit dem er noch viele Jahre bei uns bleiben kann. Also Stammspieler. So, Goretzka ist da, Reus, jo. Dann wollen wir mal. Ich erwarte nichts anderes als einen Sieg gegen Chelsea. Bei einem Sieg sind wir qualifiziert. Kann man wirklich schon sagen. Wären halt dann 4 Punkte Vorsprung und gegen Basel werden wir jetzt höchstwahrscheinlich gewinnen. Also da müsste schon viel passieren, damit wir es nicht tun. Und vor allen Dingen Monaco und Chelsea, wenn die auch noch gegeneinander spielen, sprich, es gegensätzlich die Punkte wegnehmen. Sehr schön auf Jamolenko. Jamolenko. Schade. Aber ein guter Start. Wir werden im Mittelfeld massiv überrannt. Hat. Ich muss trotzdem sagen, nach 17 Minuten spielen wir gut. Haben mehr Ballbesitz, beziehungsweise mehr oder weniger plus minus. Genauso viel. Dann sollen wir halt überrannt werden. Oder? Solange daraus nichts Gefährliches wird, sagen 7:0 Schüsse, den Ball erobern wir, kreieren wahrscheinlich einen neuen, noch eine Chance. Okay, halt nicht. Dann halt nicht. Oder halt doch. Hehe. Reus, schon noch Pulisic in der Mitte. Ist Ober, der macht den, der macht den, der macht. Okay, der macht ihn nicht. Das wäre also eine typische Mittelstürmerposition gewesen. Muss halt nur noch einnicken. Richtig stehen, einnicken, jubeln. Wann haben wir eigentlich zuletzt ein Freistoßtor gemacht? Vor 2 Saisons? Vor 3 Saisons? Das war eine gute Chance. Aber gut aufgepasst von Leno. Dafür haben wir ihn da hinten. Zlack. Sehr schön. Sehr schön. Gibt allen von Chelsea eine gelbe Karte. Am besten die ganze 11. Und direkt die Bank, den Bankspielern. Einfach weil sie uns kein Tor schenken wollen. Das ist schon Strafe genug. Oder nicht? Und William schlägt gute Flanken, also sollte man ihn enger decken. Deswegen habe ich Änderungen durchführen gedrückt. Immer noch am Ball. Okay. Diese Chance hätte man jetzt nicht unbedingt zeigen müssen. Spielt heute Guerrero so schlecht? Gut, dann wechsle ich ihn mal aus.
Aber wir spielen sehr gut. 13 zu 3 Schüsse. Das ist nur ein bisschen klarer, die Chancen herausspielen. Dann sollte es schon klappen mit dem Tor. Und defensiv haben wir auch, ich glaube, die eine Chance, glaube nach einem Eckball war das, nicht zugelassen. Schön, Danilo. Einfach mal William abgelaufen. Was für ein Zuckerpass von Goretzka auf Oba. Mann. Warum gehen die 1:1 Chancen, 1 gegen 1 Chancen hier rein? Mann, oh. So, ich denke mal, Jamolenko kann mal raus. Spielt heute, ja, nicht allzu berauschend. Dafür kommt Goebbels. Weigel, shit. Ich glaube, das wird noch geklärt von Courtois. Wenn ja, dann absolute Weltklasse. Ach, Manor. Elfmeter, sehr schön. Reus schießt. Komm, mach ihn, Marco, bitte. Das wäre so wichtig. Ja, sehr gut. Und Monaco führt noch nicht gegen Basel. Das ist überraschend. So, jetzt kommt Isaac für... Obwohl... Doch, doch, doch. Komm. Das ist ein frischer Mittelstürmer. Ja. Gerne mal ein Joker-Tor schießt, habe ich mal gehört. Und bestimmt ein bisschen Platz haben wir da vorne, da ja Chelsea jetzt ein bisschen aufmachen muss. So. Das sollte unser Spiel jetzt zumindest nicht schlechter machen. Isaac, da war die Chance. Oh, Castillejo. Einen ganz guten Kopfball. Noch eine Viertelstunde. Konzentriert weiterarbeiten. Nicht nachlassen. Schön. 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 Auch schön. Auch schön. Gut. Angriff ist die beste Verteidigung. Und Tore schießen die beste, allerbeste. 2-0. Das war's dann. Hier. Zack, zack, zack. Kann man hinabwischen. Beide Spiele gegen Chelsea gewonnen. Diese Siege sind natürlich die schönsten, wie solche Gegner. Und das gibt mir auf jeden Fall viel Zuversicht für die K.O.-Runde. Das zeigt mir halt, dass wir gegen so große Vereine gut mithalten können. Nicht nur gut mithalten, sondern auch vor allem jetzt im Zusammenspiel 21:4 Schüsse haben. Außer das natürlich ausgeglichen, aber haben auch gewonnen. Also, wie gesagt, das gibt mir große Zuversicht, dass wir in dieser Saison ganz gute Chancen haben, weit zu kommen. Kann natürlich trotzdem sein, dass wir im Achtelfinale raus ausscheiden. Das wäre zum Beispiel keiner gegen Barca oder so kommen. Barca ausgelost bekommen oder Paris wieder gegen Neymar, gegen den FC Paris Neymar Santos spielen. Da kann man rausfliegen, auch mit einer guten Leistung.
Aber wir haben auf jeden Fall gute Karten, was zu reißen, wa? Also die spiele ich jetzt auch gleich vorbei. Wir gewinnen also insgesamt 5:1 gegen Chelsea. Da sind wir die 5 Tore, aber innerhalb von 2 Spielen. So, sehr schön. Reus ist Man of the Match mit 2 Toren, 11 Meter und dann zweite halt, wie gesagt, eine Vorlage von Isaac. Sehr schön. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann wie gesagt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen, wie immer. Das freut mich immer sehr. Und ja, morgen um 13 Uhr kommt dann die nächste Folge. Das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Auswärts beim VfL Wolfsburg. Und da wollen wir natürlich diese perfekten Woche natürlich mit dem nächsten Sieg, ja, perfekt machen. So, also, ob wir das schaffen, seht ihr dann morgen um 13 Uhr, wie gesagt. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.